ist synchronisiert vom Worldmind. Es ist beunruhigend. Sie hatten nach dem Krieg keine große Wahl. Zu viele... Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu Guardians of the Galaxy, liebe Freunde. Ich mach doch ein Stückchen weiter wieder. Kosten zu wenig Personal. Es wurde ja doch ich finde, so ist es ohnehin etwas Interesse bekundet. Klar, danke an alle, die geschrieben haben und den Like-Button gepuncht haben. Das dürft ihr gerne wieder drücken, wenn ihr ein weiteres Video sehen wollt. Ganz ruhig, Rocket. Das ist das Standard. Ja, das hatten wir ja schon, aber das war nur ein paar Meter weiter hinten, wo wir rausgingen. Also dieser Speicherpunkt ist dann doch ein Stückchen weiter hinten gewesen und nicht hier, wo wir gestanden sind. Ja, schwimmen wir noch ein kleines Stückchen weiter. Folge für Folge, würde ich sagen. Und solange ihr auch mit am Start seid, machen wir natürlich weiter. Würdest du glauben, dass der Name nicht daher kommt? Ich glaube, wir sind ja eh schon relativ weit, weil so extrem lang geht es eh nicht, wie korrekt geschrieben wurde. Jetzt weiß ich nicht auswendig, wer das war. Ich habe das nur gehört. Aber danke dafür auf jeden Fall. Okay, es sollte einfach nicht so leer sein. Gut, aber Glück haben, dass nicht das gekommen ist. Aber gut, deswegen sind wir extra nicht reingegangen. Das war ja klar, dass da was passiert. Hallo? Ich bin Groot. Wir würden gerne Strafe bezahlen. Wir suchen Centurion Corell. Die Tür ist versperrt. Also zumindest bin ich schon mal gespannt, was hier passiert. Wir gehen nicht. Oder wo die alle sind. Also das Geheimnis würde ich schon gerne mal lüften. Die Türsteuerung ist auf der anderen Seite. Wir müssen dich nur hinbringen. Okay, das ist unser Hinweis. Die Türsteuerung ist auf der anderen. Wenn du denkst, dass du es nicht schaffst, Seite. Wir reden davon, in eine Nova-Core-Anlage einzubrechen. Es ist kein Einbruch, wenn niemand da ist. Genau dann wäre ein Einbruch sinnvoll. Genau dann wäre ein Einbruch sinnvoll, ja. Vielleicht ist das ein Test, ob wir Respekt vor den bürokratischen Abläufen haben. Okay, Eilmeldung. Ich hab keinen. Vielleicht müssen wir einfach warten, bis wir dran sind. Das bezweifle ich sehr. Wir müssen warten, bis wir dran sind. Auch geil. Wenn du meinen Weltraumbullen brauchst, ist keiner da. Mir würde eine Empfangskraft reichen. Mir wird's reichen, wenn wir... So, hier müssen wir quasi durch. Felsen abhauen. Durstig, Großer? Diese Maschine scheint außer Betrieb zu sein. Vielleicht ist nur deine Geschmacksrichtung aus. Mir gefällt das nicht. Wir müssen wirklich diese Tür aufkriegen. Hey, ich kann sie knacken, aber das Kontrollfeld ist da drüben und wir sitzen hier fest. Hast du die anderen Räume überprüft, Peter? Was für andere Räume? Achso, gehst du einfach rein? Okay. Also vielleicht können wir hier nochmal kurz plaudern. Komisch. Was denn? Ich meine, außer dem Ganzen hier. Da ist nichts. Nicht mal ein Willkommensbildschirm. Er ist aber an, oder? Die sind immer an. Ständige Verbindung zum Worldmind. Darum geht's ja. Der hier wurde getrennt. Okay. Vielleicht machen alle einfach nur Pause? Ich bin Groot. Groot sagt, der Kiosk ist noch offen. Ich sage, das ist nicht unser Problem. Okay, hier haben wir zwei Räume. Moment, der ist zu, okay. Wir sollen unsere Strafe bezahlen und nicht erhöhen. Das ist kein Einbruch. Wir sind besorgte Bürger. Strafe erhöhen, ja. Beschwörte das Worldmind. What the fuck? Gut, wir sind weder Bürger von Xander noch Mitglieder des Nova-Kurs. Wie auch immer, wir müssen uns um den Tracker kümmern, damit wir wieder als Wächter der Galaxie auftreten können. So, okay, hier drin ist ein Luftschacht. Wenn Rocket schon mal da ist. Ja, könnte. Oder er führt runter in den Hangar. Schieß mal drauf. Ein offener Luftschacht. Jetzt haben wir Nova-Core-Besitz beschädigt. Ja, Rocket, rein damit. Okay, Rocket, rein mit dir. Sieh nach, ob dieser Schacht in den anderen Raum führt. Und sei vorsichtig. Also, den Plan mit dem Strafe bezahlen mag ich nach wie vor nicht. Aber das Rumspielen mit Nova-Core-Tech ist kein schlechter Ausgleich. Ah, da ist er. Da stimmt was mit dem Stromnetz nicht. Alles läuft nur über Notstrom. Ich spiele den Plan an deinen Visor ein. Oh. Konntest du das schon die ganze Zeit? Folge den Zeitreisen und sag mir, welche Verbindungen in den Bus halten sollen. Wir müssen aufnehmen, wo wir den Strom umleiten.
Ja, Freunde, bevor wir aber hier links durchs große Tor gehen, würde ich gerne schauen, was da hinten im Kleinen ist. Da ist doch safe auch irgendwas, oder? Ich will gar nicht. So, schaut jetzt aber gar nicht so schwer aus, oder? Müssen, um diese Strafe zu bezahlen. Also mal hier rüber. Die Security kann uns sehen, aber es kommt keiner angelaufen. Was geht da? Beobachten Sie uns wohl nicht. Und Tür ist offen. Sehr schön. Schauen wir gerne mal rein hier. Eine Tür. Die falsche Tür. Oh! Trotzdem. Hey, ja, nice. Die Toilette. Muss jemand mal? Das Einzige, was ich Klar, hänge ich halt einfach in der Dunkelheit. Schauen wir mal kurz, ob das... Da können wir uns schon bald alle aus Nova Corps ausrüsten, sozusagen alle noch nicht. Wer hat's denn noch? Weiß ich jetzt gar nicht. Okay, das ist das Standard-Outfit, nur mit Nova Corps drauf. Ja, passt ihm irgendwie nicht, oder? Ich bin gut. Ja, so toll ist die Tech von Nova gar nicht. Ich könnte jetzt nicht das Worldmind übernehmen oder so, aber für die ein... Die reden die ganze Zeit, Freunde. Für sie haben wir noch keins. Wir haben definitiv Nova Corps. Ja, wir haben es natürlich. Ja, das ist ein bisschen oldschool, wie ich irritiert hat, dass er, wenn ich weiter drücke, dass er direkt zum nächsten springt und nicht zum Schloss Nova Lord. Ja, aber wie gesagt, hast du auch schon einen? Nein, du hast auch noch keins. Hast du schon eins? Nee. Okay. Das gefällt mir ehrlich gesagt am besten momentan. Gut, dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Wir brauchen ja nur da. Wo müssen wir hin? Ja, da oben. Na ja, gut, das geht ja. Sollte ja. Kann man da auch. Achso, nee. Hey, ich glaube, ich kann mit dem Ding die Sprinkler in Betrieb setzen. Hilft uns das? Nur wenn du nass werden willst. Die Richtung. Wir werden es rausfinden. Das aktivieren. So, wir müssen ja nur geradeaus, oder? Was ist da oben eigentlich? Das gibt's jetzt. Also müssen wir beide aktivieren. Ja, gut, das haben wir gesehen. Ich werde unserer Liste von Vergehen nicht noch Diebstahl hinzufügen. Gratis Limo. Können wir jetzt den Ding sagen, er soll sich eine Dose holen? Wo ist er? Nee. Okay, macht nichts. So, Sieh zu und lerne. Hey, das war nicht schlecht. Okay, das war das. Ich kann alles. Peter. Du hast gesagt, die Verbindung ist getrennt. Ich dachte, das hin. Resto. Was, Tor? Ja. Na, geht doch. Das ist genauso unklar. Okay, war nicht zu schwer. Die Tür ist offen. Warum sagst du das nicht einfach? Warum sagst du das nicht einfach? Geil. Ja, wie kommen wir hier rein eigentlich? Ich bin Groot. Es ist nicht unheimlich. Das große Spukhaus auf der Bani war unheimlich. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Oder gehen wir danach hier hinten vorbei, oder wie? Da ist doch ein Loot. Nee. Hat der Weltraumcomputer das gesamte Nova Corps nach Xander zurückbeordert? Es ist verdächtig. Ah, jetzt. Stimmt. Hey, Nova, wir wollen eure Strafe bezahlen, damit ihr euren Dreckstracker von meinem Schiff nehmt. Wieso? Ich dachte, wir wollen jemanden finden. Gamora hat recht, sei ruhig, Rocket. Etwas stimmt nicht. Genau deshalb sollten wir die Milano nehmen und abhauen. Sobald wir unsere Strafe bezahlt haben. Wir müssen diesen Nova-Tracker loswerden. Wir können alle, die uns am Schwanz kleben, abschütteln. Anscheinend war alles normal, als die Halos Hope angekommen ist. Vielleicht sind sie dort. Ja, und küssen gemeinsam deiner Ex den Hintern. Dazu müssten sie eine extrem lange Schlange bilden. Oh, da! Hört ihr das? Es ist zu ruhig. Naja, wir haben sehr viel geredet.
Armer kleiner Kerl. Das ist ein Ding. Dein Mitgefühl ist unnötig. Hey, ich bin selbst ein Halbding. Vergessen? Nein. Hallo? Was hat uns verraten? Wer immer ihr seid, kommt kurz mal her! Fandest du diesen Ort auf der Vani wirklich nicht unheimlich? Nein. Komm schon, wir müssen reden. Warum haben wir keinen einzigen vom Nova Corps getroffen? Hey, ich weiß es nicht, ich will nur reden. Okay, wir reden gleich, bevor es hier... Ich will dich doch gerne immer nur umschauen, kurz. Also lassen wir den Typen einfach verrotten? Wir sollten nicht dabei erwischt werden, wie wir einen Häftling befreien. Wir sitzen bei Nova schon tief genug in der Tinte. Dieser Ort weckt ganz schön viele Erinnerungen. Hast du mal beim Nova Corps gedient, Peter Quinn? Was? Nein! Aber ich war mal bei so einer Gegenüberstellung. Oder eher zwei. Wie auch immer, auf dieser Seite der Scheibe ist es viel schöner. 1, 2, 3, 4. Okay, es könnte hier aber auch weitergehen. Ne, da reden wir mit den Typen. 1, 1, 1, 1. Nein. Hey, hier drin! 4, 3, 2, 1. Ja. Ich will das jetzt auch nicht verpassen. Ich dachte, ihr würdet mich wirklich zurücklassen. Hey, Strampelanzug. Du musst mich hier rausholen. Ich gehöre nicht in einen Käfig. Hey, du bist doch ein Terraner, oder? Ich auch. Wir müssen einander helfen. Ich werde euch nicht im Weg stehen. Lasst mich einfach nur hier raus. Kannst du uns sagen, was hier drin vor sich geht? Nicht viel. Ich habe einen Tumult. Leute sprachen von irgendeiner Mutter. Dann waren sie einfach weg. Corell? Hast du einen Centurion oder ein Kree-Mädchen gesehen? Mehr weiß ich nicht. Kommt schon, ich habe euch geholfen, jetzt seid ihr dran. Sucht einen Türöffner oder sowas. Ja, wo wird der wohl sein? Vielleicht wurde die Station angegriffen. Es soll ja noch versprengte Shitori geben, die gerne... Warum sind wir jetzt gerade alleine hier? Sollen wir das wirklich machen? Komm, punch the button. Ihr auch, Freunde, punch the Like-Button, so jetzt ich hier. Oh. Was passiert hier? Okay. Wir wollen nur unsere Straße bezahlen. Du Multe gab's, warum haben wir den jetzt nach unten geschickt? Komisch, da geht's ja nicht weiter, oder? Okay, wir haben zumindest eine kleine Info bekommen. Alles etwas komisch. Gut, gehen wir mal da rein. Hey, Kumpel! Oh! Oh, hey, was soll das? Ach so, das war er. Hier steht was über Groot. Oh. So eine Art Sammlerobjekt, oder was? Okay, cool. Sammlerobjekt. Du hast die Akte mit einem umgekehrten Fall. Groot hat dazu... Hä? Okay, wir haben auf jeden Fall was gefunden. Es kann nicht sein, dass die ganze Station unbewohnt ist. Mir ist es lieber so. Zuerst da runtergefahren, okay. Centurion Vika, das ist ein Mann, wurde er verhaftet. Abgesehen von allem anderen hier? Sieg in einem Bordell auf von Raxianer Novakor-Soldat ausgab. So, wenn ich das an einen... Achso, das ist er, den wir gerade runtergeschickt haben, oder was? Falls man das... Jetzt reden die wieder dazwischen. Falls man das so nennen kann. Sehe, er hat die Einzelzelle entweder illegaler Gebündeter oder in der zwielichtigen anderen Geschäften gekauft. Der Rest scheint selbst hergestellt worden zu sein. Oh, der Typ war durchaus ernst zu nehmen. Naja, jetzt muss ihn jemand anders durchaus ernst nehmen. Falls wir ihn zum letzten Mal gesehen haben. Was machst du da? Ich dachte, wenn wir schon da sind, könnte ich versuchen, ein paar knackige Nova-Geheimnisse zu lüften. Vielleicht haben sie sogar eine Spur von Gamoras blauerer Hälfte. Unwahrscheinlich. Wie bitte? Nichts.
Achso, hier geht's jetzt weiter, oder was? Ah, hier, cool. Ich krieg hier langsam ein richtiges Spukhausgefühl. Aber das Gefühl wegzuwollen kriegst du nicht? Ach, Aufzug kaputt. Aber der Schacht darüber ist offen. So können wir raufklettern. Wir sollen auf dem Ding entlang gehen? Das hält mehr aus als uns fünf. Das war's, mir reicht's. Springt nicht in den Drecksaufzug. Das ist schon die siebte Serviceaufforderung. Die siebte. Für die offizielle Beschwerde. Ding einreichen, bla bla bla. Okay, der beschwert sich auf jeden Fall über den Aufzug. Na gut, wir haben ja nur einen Weg sozusagen. Falsche Taste. Bitte fall nicht, bitte fall nicht. Rocket? Ah, okay, ja. Wow! Okay! Kinderspiel! Gruselig! Und jetzt ist er abgestürzt, oder wie? Ah, ist er noch da. Ja, wir haben schon genug. Ja, jetzt brauchen wir nochmal eine Werkbank. Das habe ich letztens dann leider vergessen, dass ich alleine noch ein bisschen was nachschaue. Wow, 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 wow! Doch, hattest du. Sind das... Centurion-Rüstungen. Ja, probier ruhig mal eine an, Quill. Ein wahrer Krieger braucht keine Rüstung. Du würdest sowieso nicht reinpassen. Wirklich? Kann ich eine anprobieren? Wenn du als Schleimpfütze enden willst, gern. Sie wurden alle vom Worldmind genetisch kodiert. Soll das heißen, das Worldmind hat den genetischen Code jedes Nova-Centurions? Genau. Im Krieg sollen die Käfer versucht haben, das auszunutzen. Aber du kannst diesen Supercomputer nicht hacken. Glaubt mir, ich hab's versucht. Das sieht aus wie der einzige Weg nach vorn. Bist du blind? Ich lass mich doch nicht in zwei Hälften hacken, nur damit du deine Freundin stolz machen kannst. Viel wahrscheinlicher. Ah, kein Wunder, dass die Tür spinnt. Okay, hoffentlich hält das. Da ist der Chef, oder was? Hat die hier einen eigenen Raum? Sieht aus wie eine Werkstatt. Ich habe gehört, sie eloxieren die Dinger mit einem Smart-Metall von Xander. Metall kann ich rede noch von der Werkstatt. Smarter als so mancher. Jetzt riskieren wir mal einen Blick hier. Auf die Schnelle. Jetzt müssen wir einfach rein hier. Also das haben wir, genau. Ah, grau ist zum Herstellen. Okay, alles klar. Warum ist da unten ein Rufzeichen? Magnet, sieht Magnet. Drops. Ja, das müssen wir unbedingt. Warum ist ein Rufzeichen? Verbraucht weniger Ladung, wenn du mit den. Ja, das ist natürlich einmal gut. Aber warum ist das? Achso, weil es das neu wahrscheinlich ist. Deswegen. Ja, scannen. Ja, achso, wenn die Schwachstellen, oder? Das wäre vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Das würde sich aber sogar ausgehen. Komm, aus, das Scannen nehmen wir mit. Voilà. Er braucht weniger Ladung, das nehmen wir auch mit. In Rekordzeit erledigt. Ausweichen, nee. Verhindert, dass du zu Boden. Ja. Drop zusätzlich Gesundheits-Pickups, wenn nach einem Jetstiefel spurt. Ja, das mache ich ja nicht, oder? Erhöht Maximum Gesundheitspunkten, das ist gut. Schild regeneriert Schildpunkte im Kampf schneller. Schildherstellungstempo. Pass auf, wir nehmen mal ganz klassisch das Leben mit und verballern wir hier fast alles. Ja, perfekt, da haben wir mal das ganz gut gemacht. Drei Sachen. Danke fürs Scan. Dein Visor kann jetzt Gegner im Kampf scannen, das wissen wir schon. Das Scannen eines Gegners liefert Hinweise, wie er besiegt werden kann. Das ist gar nicht einmal so deppert, glaube ich. Das ist gar nicht einmal so schlecht. Die Zeit wird verlangsamt, während du einen Gegner scannst. Achso, ich muss auf R2 wahrscheinlich drücken, oder wie? Okay. So, noch eine Beschreibung. Oh, da gibt es gleich
nochmal Loot. Das nehmen wir natürlich gleich gerne mit. 20 und 210. Dieser Raum ist karg und streng. Es muss eine große Ehre sein, ein Zentur- War noch nicht irgendwas hier? Milde ausgedrückt. Jeder Nova Prime wird aus den Centurions ausgewählt. Bei unserer Kenteth Ehrengarde gibt es einen ähnlichen Brauch. Kosten sind nicht zum Grillen von Jogger Dogs. Für Stunts in der Schwierigkeit oder für Zielübungen gedacht. Sie sind kein Spielzeug. Alles klar. Wissen Bescheid. Schaut auf jeden Fall cool aus, das Ganze. So, gehen wir noch ein bisschen weiter. Was haben wir auf der Uhr? Oh, 20. Das war's. Das passt ja nichts. Eigentlich. Ich muss eine Erklärung dafür geben. Ihr habt's gehört, sie sind gerade abgehauen. Und das sollten wir auch tun. Er hat Perfekt. Auch was von Quirrell gesagt. Gehen wir noch eine Station weiter. Jeder hat eine Mutter, Quill. Du nicht. Der Punkt ist, Mutter könnte jede sein. Außer dir. Diese... Ja. Rocket, wirke deine Magie. Nein. Was? Ich sagte nein. Wann kommst du endlich zur Vernunft, Quill? Ich bin Groot. Und dann? Er wird uns durch die halbe Station zerren, wenn wir ihn lassen. Okay, nur noch einen Raum. Und wenn wir dort auch nichts finden, gehen wir. Deal. Okay, noch einen Raum. Nicht zwei, einen. Okay, den nehmen wir noch mit. Wir hätten schon 20 auf der Uhr hier, aber den nehmen wir noch mit. Und schauen. Aha, jetzt wird schon langsam interessant. Die Tür ist geflaggt. Hier geht's nicht zurück. Ich dachte, das Novakur hätte mehr Schiffe. Es heißt, sie kriegen kein Personal. Sagt wer? Leute. An Orten, mit so anderen Leuten. Das ist der Helm. Das hier habe ich gefunden. Sektor 1, bitte kommen. Durchsuchung Sektor 1 abgeschlossen. 75% Annahmequote. Wie sie es versprochen hat, habt Vertrauen. Das Versprechen wird Realität werden. Vorrücken zu Sektor 7, mit Vertrauen. Die gute Nachricht, wir sind nicht allein. Jede Menge Funkverkehr. Sag, ich will mein Schiff wieder. Nein, Schiff. Eieiei. Naja, es klingt, als suchen sie irgendwas. Oder irgendjemanden. Vielleicht ist deshalb niemand hier. Dann sag ihnen, sie sollen ihre Goldpopos hier raufschaffen. Das Versprechen wird Realität werden. Vorrücken zu Sektor 7. Mit Vertrauen. Sektor 3, bitte komm. Durchsuchung von Sektor 3 läuft. Es gab einigen Widerstand gegen das Versprechen. Also in den Helm sprechen wäre natürlich lustig, aber eigentlich wollen wir unsere Position nicht verraten. Du weißt ja nicht, ob das einen Sinn macht hier. Ich mach mal weglegen. Das klingt verdächtig. Vielleicht bringt das was. Nein. Lasst uns weitersuchen. Oder erstmal versuchen, von dieser kosmischen Bruchbude runterzukommen. Die Tür ist geflaggt, schon vergessen? Ob du es glaubst oder nicht, man kann Dinge auch entflaggen. Bomben gelten. Die Wächter sind einig, das ist sicher aber nichts zu sagen. Hier geht's dahin. Runter. Klingt gut für mich. Jetzt haben wir unsere Position nicht verraten. Hey, wie war das mit noch einen Raum? Du hast gesagt, die Tür ist hinüber. Ich bin sicher, es ist nicht mehr weit. Du bist überhaupt nicht sicher. Ich bin fast sicher. Wir haben was gefunden, oder nicht? Warum zum Flak hast du nichts gesagt? Es war komisch. Irgendwas an den Stimmen auf diesem Funkkanal war merkwürdig. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie eine andere Szene, oder ich weiß es nicht. Sagst, Quill. Da wird doch garantiert was passiert. Wir sind auf dem Brotkrumenpfad hier raus einen Schritt weitergekommen. Ich verstehe nicht, was das mit Brot zu tun hat. Es ist eher ein Scratmist-Pfad. So, es wird hier schön gespeichert, Freunde. Das passt doch perfekt. Das passt ja doch perfekt. Das heißt, wir gehen hier schön in den Fotomodus, bevor sie wieder zum Reden beginnen. Dann bedanke ich mich für diesen Part wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Das ist doch perfekt hier. Ja, ich glaube, es wäre was anderes passiert, wenn wir hier reingesprochen hätten da hinten. Vielleicht sind wir so irgendwie in den Kampf entkommen oder so. Ich weiß es nicht. Sehr interessant. Ich werde mal kurz nachforschen vielleicht. Bis hierhin kann ich ja schauen, was bei den anderen passiert ist.
Ja, sehr interessant. Ich hoffe nur, wir haben sonst nichts verpasst. Vielleicht dann, na, keine Ausrüstung, glaube ich nicht. Ja, lustig. Wir haben uns natürlich jetzt taktisch verhalten und nicht reingesprochen. Also hätten wir auf jeden Fall unsere Position verraten und die gewusst, dass wir überhaupt da sind. Wenn sie es nicht eh irgendwo schon mitbekommen haben, auf jeden Fall wissen sie jetzt nicht, wo wir genau sind, wenn sie uns ankommen haben, sehen. Was ja nicht so schwer war, weil wir mitten im Hangar gelandet sind. Gut, Freunde, das war's für den Part. Ich sage recht herzlichen Dank trotzdem jetzt schon mal wieder fürs Zuschauen. Es sind ja doch ein paar Leute, die hier mit am Start sind, hätte man nicht gedacht. Und dann, ja, mache ich doch für euch auch gerne so weit weiter, wie das Interesse besteht bei euch. Punch doch gerne den Like-Button, so wie wir hier das jetzt drücken müssen, dass es weitergeht. Sorry, meine Stimme verlässt mich gerade ein bisschen, deswegen passt es eh genau, wenn ich jetzt aufhöre, glaube ich. Das ist wirklich gleich weg. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen mit diesem Part auch wieder hier. Jetzt bin ich auch wirklich gespannt, was jetzt weiter passiert und was hier los ist. Also irgendwas ist auf jeden Fall. Was werden wir hoffentlich demnächst dann wissen. Also Freunde, danke fürs Einschalten. Das war's mit Guardians of the Galaxy. Nächster Part hier. Und ja, die Tage, wenn ihr Bock habt, nehme ich dann den nächsten auf. Also, danke fürs Einschalten. Ich bin raus. Wollt ihr mehr sehen? Ja. Dann geht's demnächst weiter. Punch the like button. Ich sag's noch einmal, auch wenn's nervt vielleicht. Danke fürs Einschalten noch einmal. Ich bin raus. Ciao, ciao.